Das ist Roberta und sie ist nur eine von rund 20.000 Besuchern der 9. Bonner Wissenschaftsnacht. Rund um Münsterplatz und Uni-Hauptgebäude drehte sich alles um das Motto »Die digitale Gesellschaft«. Und jede Wissenschaftseinrichtung der Region präsentierte da ihren ganz eigenen Ansatz. Die Physikwerkstatt Rheinland der Uni Bonn und das ZDI-Schülerlabor fingen ganz vorne an. Wir zeigen hier die Grundlagen von digitaler Informationsverarbeitung, Übertragung. Das fängt also an mit Laser, über Glasfasern bis hin zu Multiplexern und ganz bis hin zu modernen Datenspeichern wie Hologrammen. Wir geben also nur so einen Einblick in die Grundlagen, was eigentlich hinter diesem Digital steckt und was die Physiker damit zu tun haben. Leicht verständlich wurde so erklärt, wie ein Glasfaserkabel funktioniert und wo eigentlich der Trick, besser gesagt die Bildinformation, für solch ein Hologramm liegt. Einen Schritt weiter gingen die Geografen der Uni Bonn. Die stellten sich die Frage, wie sich unsere Welt durch die neuen Medien verändert. Die Geografie beschäftigt sich ja mit räumlichen Zusammenhängen in dieser Welt. Und die digitale Gesellschaft führt natürlich zu Veränderungen in räumlichen Zusammenhängen. Wege können kürzer werden, andere Verbindungen werden hergestellt in die ganze Welt. Soziale Netzwerke verändern Aktionsräume. In Friedrichshafen hat das Team um Professor Wiegand gemeinsam mit der Telekom 5 Jahre lang untersucht, wie sich Breitbandtechnologien auf das Zusammenspiel zwischen Unternehmen, Bewohner und Stadt auswirkt. Dabei gab es auch Schattenseiten. Denn mit der fortschreitenden Digitalisierung kommen auch neue Probleme auf uns zu. Einem davon widmete sich das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Durch die zunehmenden Geräte der mobilen Kommunikations- und Informationstechnik im Fahrzeug entstehen neue Gefahren. Unfallgefahren, aber auch Dinge, die sich in Stress auswirken können. Und insbesondere bei Menschen, die beruflich ständig unterwegs sind und auf diese elektronische Kommunikation angewiesen sind, kann das dauerhaft zu Fehlbelastungen führen. Auf der Wissenschaftsnacht gab es dafür natürlich auch Tipps und Lösungsansätze. Wer all der digitalen Gesellschaft entfliehen wollte, für den hatte sich das Tannenbusch-Gymnasium etwas ganz Besonderes ausgedacht. Von den Schülern gab es an vielen Orten des Uni-Hauptgebäudes Musik, ganz herkömmlich und analog.